Ja, wo hier schon mal alles aufgebaut war, dachte ich, ich kann schon mal die ersten Picks fürs Wochenende rausballern, und vor allen Dingen das letzte Wochenende resümieren. Ja, ich fand die Bundesliga-Picks, die waren eigentlich gar nicht so verkehrt. Gehen wir es mal durch. BVB gegen Bayer Leverkusen. Wir wollten den BVB-Sieg und beide treffen. Ja, der Schick hat es uns ein bisschen vermasselt, beziehungsweise noch mehr der Kobel natürlich. Das Tor für Bayer wollte nicht fallen, somit hat den Dortmundern ein 1:0 Arbeitssieg gereicht. Ja, ich denke mal so von den Expected Goals Werten, wie ich die so überblickt habe, war das keine so richtig beschissene Wette, aber sie hat nicht funktioniert, also war es dann auch keine gute. Ja, welchen Bundesliga Pick hatten wir noch dabei. Ja, VfB gegen Leipzig, die 2 und über 1,5 Tore, hat man in eine Systemwette eingebastelt für eine 2,0-Quote, die über 1,5 Tore gab es, aber es war leider nur ein 1 zu 1. Ja, auch hier in die Expected Goals Werte will ich jetzt nicht als komplette Ausrede nehmen, aber demnach war es auch nicht die dümmste Wette, hat aber nicht funktioniert. Dann hatten wir international ein paar richtig schlechte Picks ausgewählt, auch ja, belegbar durch die Expected Goals. Bournemouth gegen Villa wollten wir den Auswärtssieg und da schreibe ich mir jetzt endgültig mal hinter die Ohren. Aufsteiger nie unterschätzen, es sei denn, man kennt sie besser aus der zweiten, ersten Liga. Da kann man das, glaube ich, eher machen. Bournemouth war mir einfach zu unbekannt. Es war ein klares 2 zu 0. Die X-Goals gehen auch Richtung Bournemouth. Somit eine schlechte Wette. Schließen wir es ab. Eine gute Wette hatten wir immerhin dabei. Deswegen diese Systemwette mit einem kleinen Cashback. Monza über 1,5 Teamtore in der Coppa Italia gegen Frosinone. Das war schon zur Halbzeit mit zwei Elfern drin. Also das war zumindest ganz gut. Also ja, ein bisschen was zurückgekommen. Hier ebenfalls Ligue 1 Zettel. Waren aber auch keine zwei guten Wetten. Straßburg gegen Monaco war ein 1 zu 2. Wir wollten Head-to-Head 1. Ja, ganz zum Schluss wurde noch ein Tor aberkannt, auch zu Recht war abseits. Aber ja, auch hier die X-Goals-Werte klar Richtung Monaco ausgeschlagen. Hätten sich mal besser da geschont. Gestern Abend haben sie es wieder nicht gepackt, in die Champions League einzuziehen. PSV ist im Playoff-Finale. Gut, Toulouse hatten wir noch dabei gegen Nizza, ebenfalls ein Head-to-Head hier auf die 2 und ja, gegen den Aufsteiger. Etwas glücklich, wenn man auf die X-Goals-Werte schaut, haben wir hier zumindest eine Head-to-Head-Cashback-Reihe. Demnach, ja, ein Drittel des Einsatzes zurück. Es war aber kein gutes Wochenende. Ein paar Denkfehler drin gehabt. Nicht gut, verbesserungswürdig. Wir schauen uns die Bilanzen an und die stehen gerade, ja, im August, weil nur dieses Wochenende war, bei minus 2,38 Einheiten. Die Saison aber immer noch gut, weil der Juli top war bei plus 1,14 Einheiten. Gut, dann schauen wir uns doch mal an, was ich hier so zeitig schon rausgesucht habe. Kick mal. Wir starten Freitagabend auf dem Betze, also in der zweiten Liga. FCK gegen SC Paderborn. Da sagen wir Both Teams to Score und über 2,5 Tore im Spiel. Das gibt eine, wie ich finde, gute 1,75. Der FCK hat bisher alle Spiele nach dem Schema abgerissen. SCP, nur eine Ausnahme, das war dieses 5 zu 0 gegen desolate Karlsruhe. Ja, kann man ein bisschen ausklammern. Der FCK daheim sicherlich stärker. Also ich glaube, das gibt ein wildes Spiel. Ja, wenn man sich das letzte Spiel vom SCP angeschaut hat gegen Hannover, das war schon wirklich ja, sehr engagiert und vor allen Dingen ja für die Temperaturen auch wirklich dauerhaft engagiert. Man kann halt von der Bank auch gute Offensivkräfte reinbringen. Also deswegen kann sich die erste Garde richtig schön ausballern. Der FCK hat auch ganz gute Einwechselspieler. Also Redondo zum Beispiel, den sicherlich nicht unbedingt jeder auf dem Zettel hat, hat jetzt, glaube ich, auch das zweite Saisontor gemacht. Beim SCP wissen wir, der Hut hinten ab und zu ein bisschen wackelig. Zuletzt die zwei Hannover-Tore belegen das ganz gut, dass ja die Paderborner Abwehr ein bisschen unruhig sein kann. Ja, der Betze, da ist natürlich gute Kulisse. Das dürfte allgemein so ein bisschen ja wiggelig ablaufen. Tore werden fallen, gehe ich doch stark von aus, dass wir die Wette gewinnen. Dann traue ich mich mal was und zwar geht es um beide FCBs und wir blenden es einfach mal ein und ich sage, der FC Barcelona Samstag beim Eröffnungsspiel La Liga, also deren Eröffnungsspiel gegen Rayo Vallecano, wird über 1,5 Teamtore in der ersten Halbzeit schon finden, genauso der FC Bayern am Sonntag gegen die Wölfe im ersten Heimspiel.
Das gibt eine 2-1 bei den Bayern und bei Barca sogar eine 2,65. Ja, wie komme ich da drauf? Bei Bayern liegt es auf der Hand. Die geben Gas von Anfang an. Ich glaube auch, dass die Wölfe damit überfordert sein werden. Dafür sind sie halt zu stachsig irgendwie in ihrem Bewegungsablauf da, die Verteidiger. Ich glaube ja, da geht's aufs Vollgas, jetzt zuletzt zweimal, einmal im Supercup und dann auch in Frankfurt haben wir es gesehen. Und warum sollten sie nach diesen, was sind es, 8-9 Tage Pause im ersten Heimspiel vor vollem Haus nicht genau dasselbe Schema runterziehen? Wenn Musiala und Sadio Mané beginnen, habe ich da wenig Sorgen, dass sie nicht direkt auch zwei Treffer in der ersten Halbzeit finden. Ich spiele das mal so, ich finde es die beste Wette eigentlich für diese Partie. Barcelona, ja, die hatten die Tage ihre Generalprobe gegen ein mexikanisches Erstligateam. 4-0 stand es nach bereits 19 Minuten. Lewandowski hat sein erstes Tor gemacht und ich habe auch sonst so die Testspiele ein bisschen verfolgt. Schöne Tore, der Dembele ist wirklich geschmeidig unterwegs wie nie. Wirklich topfit, engagiert, Identifikation hoch 10 am Start und auch die anderen hier, Gavi. Lewandowski wusste zu gefallen und halt Rafinha hat schon seine Buden gemacht, ich glaube sogar gegen Real Madrid in einem Testderby, Testduell. Also die sind richtig gut drauf und sehr, sehr heiß auf diese Saison. Da wird, glaube ich, direkt versucht, ein Feuer zu entfachen und vor allen Dingen habe ich diese Wette gewählt, weil sie in einer schwierigen Phase, ich glaube, das war rund um dieses Frankfurt-Ausscheiden, gegen Rayo daheim 0-1 verloren haben. Ich glaube, diese Partie ging 120 Minuten fast und die war gespickt von Nicklichkeiten, Unruhe, ja, Spielverzögerungen durch Rayo-Spieler, lag permanent jemand verletzt auf dem Boden. Das hat Barca komplett aus dem Rhythmus gebracht und ich glaube deswegen, allein wegen diesem letzten Spiel, werden sie diesmal halt auch wirklich richtig aufs Gas treten von Anfang an, dafür klare Verhältnisse sorgen und ich denke halt so, beide Teams, also beide FCBs werden es allein deshalb schon machen, weil die Temperaturen sind hoch und es empfiehlt sich im Heimspiel dann wirklich halt frühzeitig Entscheidungen zu suchen. Ich glaube, das war in Frankfurt auch schon clever. Ja, in Leipzig hat es nicht so gut geklappt, aber die Saison ist lang und ein bisschen den Gang rausnehmen zu können bei den Temperaturen in der zweiten Halbzeit, kann so ein Top-Club auf jeden Fall ganz gut vertragen. Sehr risikohaft, diese Wette. Aber wir riskieren es mal, minimieren das Risiko ein bisschen dadurch, dass wir es ins System packen. In drei Reihen gespielt, wie gehabt, mittlerweile bekannt. Wer es noch nicht weiß, wie und warum wir das so spielen, hier oben in der Infokarte ein kleines Video dazu. Die Bundesliga-Tipps sind auch schon raus, könnt ihr da auch finden oder auch hier unten im angepinnten Kommentar. Überall links parat. Checkt ein, macht gerne mit. Tipp gerne mit, wenn ihr selbst natürlich überzeugt seid. Gut, das war's von meiner Stelle. Es kommen sicherlich noch Wetten nach. Bis zum nächsten Video.